Hey, ihr Survival-Wikinger. Kleines Video heute zu Valheim, zum Ausbau, zum Bausystem. Vor allem ja, Hausausbau, Festungsausbau, Portale, Teleportieren, große Sache. Odin holt euch, Odin schickt euch. Bleibt mal dran, wir gehen mal rein, wir schauen uns mal, was das alles gibt. Hey, ihr Wikinger, da sind wir. Ja. Der gute Ragnar hier mit dem Fellmäntelchen an, das nicht friert. Ja, geht heute um verschiedene Themen. Ich zeige euch mal, wie alles ausgebaut aussieht. Ja, wie es aussehen sollte oder könnte oder müsste oder egal wie auch immer. Ich bin hier in der Gebirgshütte. Ich zeige mal auf der Karte, wo das ist. Schon ein bisschen was erkundet hier auf der Karte. Da mitten im Gebirge drin war eine alte Hütte gestanden. Habe ich ein bisschen aufgepeppt wieder. Werkbank rein. Da vorne ist eine Werkbank reingestellt und ups, geht's Portal schon auf. Portal haben wir heute gebaut, oder Portale, drei Stück. Fürs Portal, ich zeige euch mal auf der, im Inventar, was ihr braucht. Ihr braucht Zurtlingkerne, feines Holz und Grauzwergaugen. Jo, die Sachen braucht ihr. Und dann könnt ihr diese Portale bauen. Wenn ihr ein Portal hinstellt, dann ist das erstmal mit nichts verbunden. Das heißt, das Portal steht einfach so da. Dann müsst ihr an den zweiten Ort, wo ihr also euch hin teleportieren wollt, mit dem Portal. Ja, der Odin macht das dann. Und dann müsst ihr das Portal dort aufbauen und einfach dann beiden Portalen hier mit E den gleichen Namen geben. Ich habe jetzt beide, ich habe das Gebirge 1 genannt und dann das Ende, das Gegenstück, auch Gebirge 1. Wenn ihr das macht, und dann verbinden die sich. Ist natürlich ein bisschen Lauferei. Erst eins bauen, dann zum zweiten Ort. Aber ansonsten müsst ihr halt immer laufen. So spart es halt richtig viel Zeit. Gut, die Gebirgshütte, wie gesagt, die stand schon. Habe gerade ein bisschen Dach ausgebaut noch. Ein bisschen repariert. Die Steine waren schon drin und diese Rundhölzer. Die sind schon recht stabil, die Kiste war auch schon drin. Das ist eine schöne Sache, so eine Gebirgshütte haben. Hier müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, da draußen gibt es böse Drachen und bösartige Wölfe, also da ein bisschen aufpassen. Oder halt ein gutes Schwert haben mit Eisen schon, dann läuft sowas. Ah, da hört man schon, da gibt es so Flugdrachen, die schmeißen euch, dann friert ihr, dann. Das ist ganz übel. Also ich gehe mal durchs Portal. Ich zeige euch mal. Schups, jetzt teleportieren wir weg. Warte, ich muss gerade einen Schluck trinken. Met, schön ein für die Batterie. So, da sind wir rausgekommen. Hier in meiner Festung der Einsamkeit. Natürlich, wenn ihr hingeht, fangen die Tore alle an zu glühen. Aber halt das Reinlaufen, das ihr wisst, das hier nennt sich Dunkler Wald. Dunkwald, weil nur 2, 4, 6, 8, 9 Buchstaben zulässig sind. Und das nennt sich Ebene 1. Jawohl, so. Also. Gut. Das hier ist jetzt die Festung der Einsamkeit. Kennt ihr schon aus meinen ersten Videos oder aus dem ersten oder zweiten Video, wie auch immer. Habe die ein bisschen ausgebaut, konnte ein bisschen mehr bauen, konnte jetzt schon Eisentüren bauen. Achtung, es quietscht. Oh, schön. Fehlt ein bisschen WD-40, ne? Oder Ballistol oder sowas, kennt ihr alle. Ja, Errungenschaft ist, ich habe das jetzt ein bisschen besser gemacht. Und zwar habe ich die Felsen hier mit der Axt, Quatsch, mit der Axt, mit der Spitzhacke hier, mit der da, habe ich die Felsen klein gemacht. Außenrum ist Wasser, das verhindert, dass diese bösen Waldtiere, diese Grauzwerge und was das alles. Zu viel Met gesoffen, was? Wissen habt, dass diese Grauzwerge und das ganze Gefluchtels da nicht mehr hin kann und euch das Zeug kaputt machen und euch angreifen kann nachts. Der einzige Zugang, den ich gelassen habe, der geht hier hoch und runter. Hier dieser Tritt ist aber für die Vollpfosten ist es nicht erkennbar. Die kommen da nicht hoch. Und wenn sie schwimmen, können sie halt nicht viel Damage machen, kein Schaden. Und hier ist halt alles Fels. Und da oben drüber diese Barrikaden. Die sind recht stabil. Wenn ihr also die baut, die gehen vom Meerwasser, vom Salzwasser jetzt nicht kaputt. Wobei das Eisentor, die Sachen, die rosten gerne.
Die muss ich dann als immer wieder mal, Hammer muss ich mal immer wieder reparieren. Jeden Tag, jeden zweiten Tag gehe ich mal drüber. Guck mal nach, ob irgendwo was kaputt ist oder vom Salzwasser zerfressen. Auch die Holzstapel hier gehen am Meer und ohne Schutz oben drüber kaputt. Gerne. Habe ich jetzt hier einen Schutz drüber gebaut. Einfach Strohdach, also so diese normale Dach drüber gebaut. Mit ein paar Rundstelz. Die Rundstützen hier, die sind recht stabil. Wie gesagt, auch die Steinhaufen wegen Mitleidenschaft. So, da seht ihr jetzt, ist ein Holzstapel wieder. Ist jetzt wieder noch zu reparieren. Ne? Mache ich jetzt Klick. Kostet Gott sei Dank nichts. So, da ist die Werkbank. Oder eine der Werkbänke. Ich habe ja zwei hier. Da ist ein Kühler. Der ist für diese Schmiede hier. Und ich mache mal das drauf. Quatsch, Baumenü. Wenn ihr, na, macht das Baumenü auf, bitte. Also, jetzt. Wenn ihr ja die Werkbank baut, könnt ihr die ja erweitern. Hier mit dem Hacklotz, mit dem Gerbergestell und mit der Dechsel und mit diesem Werkzeug. Also, wenn ihr die Sachen aufbaut, baut ihr eure Werkbank auf Stufe 5 aus. 5 ist Maximum, 6 gibt es noch nicht, kommt erst später mal mit dem Update. Dann braucht ihr dazu, um Steine eben zu bearbeiten, also Steinquader herzustellen, Steingebilde, braucht ihr dieses Steinmetz, und ihr braucht eine Schmiede für Metall, alles was Metall ist. Die Schmiede hat dann auch wieder verschiedene Ausrüstungs- oder Erweiterungsstufen, Ambosse, ein Schmiedeamboss, eine Kühlvorrichtung und ein Schmiedewerkzeuggestell. Dazu braucht ihr einen Schmelzofen, einen Kohlenmeiler und einen Fermentierer, könnt ihr euch irgendwo hinstellen. Da könnt ihr euch halt was fermentieren. Alt machen! Gut. Ja, kurz verwirrt wieder. Was wichtig ist, die Sachen erfordern sich gegenseitig. Das heißt, die Schmiede mit dem Krempel hätte gerne eine Werkbank irgendwo in der Nähe. Ich habe aber meine Werkbank. Na, jetzt will ich aber jetzt gerade nicht mehr bauen. Ich habe meine Werkbank aber im Haus da drin. Zeige ich euch gleich. Da hatte ich die von Anfang an. Habe hier einfach noch eine zweite hingestellt. Dann gibt die Schmiede auch Ruhe. Dann denkt sie, ist alles okay. Werkbank in der Nähe, alles gut. Ob das jetzt die Hauptwerkbank ist oder Nebenwerkbank, spielt für sie keine Rolle. So, da ist Chili's Home. Oho, da gehen wir mal rein. Dieses Holzfeuerchen und die Feuerstellen habe ich umrandet. Nochmal mit Holz und hier oben auch. Und habe dann auch oben, das zeige ich euch, im oberen Stockwerk habe ich eine Umrandung gebaut. Hier aus Holz. Habe also das Dach oben aufgemacht. Zeige ich euch auch gleich von außen, damit der Rauch rechts und links abziehen kann. Weil als ich das noch nicht hatte, einfach nur ein Loch und oben offen, da war hier oben alles so Rauch, dass du krank wirst. War hier Hust, da war nichts mit Schlafen, da war an Sterben gedacht. Also, hier ist Chilis Bettchen. Das ist dann auch gleich der Spawn Point, wenn man irgendwo mal hops geht. Kann man sich wieder hier, wenn man schlafen geht, kann man sich auch spawnen. So, dann mit den Erweiterungen halt, kann man dann Möbel bauen, Stuhl, Tisch, Kram, Krempel, alles. Hier ist meine erste Werkbank und die habe ich halt hier, wenn ich da drauf gehe, dann sieht man gleich, wie die Erweiterungsteile mit der Werkbank ja so eine Lichtkette bilden. Sieht man, die Werkbank ist auf Stufe 5 hier und Stufe 6 geht noch nicht, also die kommt erst später mal. Hier habe ich meine Klamotten, die ich anhabe. Hier kann ich reparieren, es kostet uns lang nichts. So, repariert alles. Das sind die Fertigkeiten. Immer fein gesprungen, immer fein schnell gerannt. Das hilft, dass man die Fähigkeiten, die Fertigkeiten ausbaut. Dann wird man irgendwann mal zum Hulk. So, also das zum Thema Werkbank ausgebaut. Das zum Thema Feuer. Da habe ich so ein Gestell drüber gemacht. Kann man sich leckeren, wie heißt das Zeug? Ja, Marmelade kann man sich bauen. Jawohl. So. Da ist Feuerchen. Das, wie gesagt, zieht oben ab. Da habe ich mir Kisten hingestellt übereinander. Davor oben sind jetzt erweiterte Kisten. Zeige ich auch gleich. Die hier. Die können also mehr Inhalt vertragen. Dann haben wir hier die Fahnen hingehängt. Ja.
Diese Sachen wie Stühle, Fahnen, Fell auf dem Boden und sowas erhöht das, wenn ihr hier reingeht. Diese Gemütlichkeit, das sieht man oben, ist jetzt auf 8. Es fängt dann an bei 3, 4, 5 und so weiter. Je mehr man Teile hat, desto mehr Gemütlichkeit hat man und desto mehr ausgeruht wird man. Am Anfang fängt man mal mit 5 an. Jetzt bin ich bei 15 Minuten. So, hier ist die normale Feuerstelle, die ich hatte. Die zieht auch hier oben ab, habe ich auch das Dach erweitert. Und da zieht die ab und zieht der Qualm raus. So, da kann ich auch was grillen, wenn ich was habe. Ich habe aber nichts. Gut, also wenn ihr Fleisch habt, ein Reh erlegt, ein Rö oder irgendeine Nixe erschlagen oder sonst irgendwas, könnt ihr das hier kochen. Drauf warten, bis es gar ist, weil wenn er weggeht, wird es zwar auch gar, aber irgendwann wird es dann zur Kohle. Halt wie im echten Leben. Es verbrennt! So, da gehen wir raus. Schuppen. Ah ja, halt, habe ich vergessen zu zeigen. Und zwar dieses kleine Teilchen hier, der Wächterstein. Das ist eine coole Sache. Ich kann den deaktivieren. Der wird einfach auch gebaut. Ich zeige den mal im Baumenü. Wo ist es? Hier. Das ist der Wächterstein. Da unten seht ihr, was man braucht. Edelholz, die Grau-Zwergaugen und Surtlingkern. Die bekommt ihr in Höhlen. Zeige ich euch gleich noch. Im dunklen Wald gibt es nämlich Höhlen. In jedem dunklen Wald. Da laufen Skelette rum, kann man meucheln. Und gibt es Höhlen. Da sind dann Skelette drin, die könnt ihr totschlagen. Und dann kriegt ihr Surtlingkerne. So, und da habe ich den Wächterstein gebaut. Und der kann, wenn ich den aktiv mache mit E, dann verhindert er, dass andere Spieler meine Türen öffnen können. Und dann ist meine Hütte, meine Festung geschützt. Wenn ihr auf öffentlichen Servern spielt oder wenn ihr selber einen Server macht, dann solltet ihr so Wächtersteine haben. Sonst kommt er heim. Ist alles weg, ist der Kram weg. Wurde schön gelootet. Ja, und dann könnt ihr halt Erlaubnis geben, wer da in eure Hütte noch rein darf und wer nicht. So, dann gehen wir mal da raus. Wächterstein habe ich erklärt. Schwupps. Hier habe ich mir, hier oben sieht man es, da habe ich Treppe hochgebaut. So, hier sieht man, wie der Qualm rauskommt. So, wenn ich hier oben hinstelle, in die Nähe vom Feuer, kommt halt auch Huhn, ist klar. Hier ist, Hust, Hust. Hier kommt das Feuer, was unten ist, aus der Mitte raus. Habe ich hier oben auch einen Abzug gemacht. Und dieser Schutz ist halt, damit das Feuer vom Regen nicht ausgeht, ne? Ist klar. Sonst ist weg, der Kram. So, habe ich kleines Balkönchen gebaut hier. Terrasse zum Sonnen. Hier unten ist nochmal Eisentor. Da kann ich dann, wenn ich ein Schiffchen habe, Schiffchen hinlegen hier. Mein Schiffchen ist gerade fort, weil ich da weggefahren bin und habe mir ein bisschen erkundet. So, hier ist eine große Feuerstelle noch. Kann man noch Holz reinwerfen, so. Da kann man auch Kochstellen drauf bauen. Habe ich auch mit dem Dach geschützt, dass das Feuer nicht immer ausgeht, wenn es mal regnet. Das tut es ja schon öfters, ne? Jetzt gehen wir mal in den dunklen Wald. Den zeige ich euch noch gerade. Pass auf, die Maus. So, jetzt, wo ist er? Das ist die Ebene 1. Das ist der dunkle Wald. So, einfach durchlaufen. Sollte funktionieren. Wenn nicht, muss mich Spocky beamen. So, hat funktioniert. Da sind wir. Der dunkle Wald, ja. Die Kennung ist hier. Da sind wir jetzt auf der Karte. Sind wir jetzt hier rausgekommen. Dunkler Wald. Hier ist noch eine Kiste. Ich habe also hier schon, hier ist eine Grabkammerhöhle. Hier ist eine Höhle. Hier gibt es Kupfer. Im dunklen Wald gibt es also Kupfer. Und da vorne am Wasser gibt es Zinn. Hier, Zinn. Es gibt Disteln im dunklen Wald. Es gibt so Grauzwerg Spawn, nenne ich das, weil so nennt sich es also auch. Das sind Punkte, wo die Grauzwerge spawnen. Das ist natürlich übel, ne? Grabkammerhöhle hier nochmal. Da Kupfer, Disteln wieder. Hier fahren wir vorhin in dem Gebirgshaus, wo wir gezeigt haben. Und hier sind wir jetzt im dunklen Wald. Hier ist noch eine Grabkammerhöhle. Ja, hier gibt es auch Trolle, große. Die könnt ihr mit dem Bogen immer ein bisschen auf Distanz ziemlich gut erlegen. Erkundet habe ich, bin mit meinem Schiffchen hier entlang gefahren. Bis hier runter. Hier ist noch ein Zwergspawn. Hier anscheinend gibt es einen Schatz. Da muss ich jetzt nochmal hinfahren. Da war ich noch nicht.
Mache ich noch. Hier gibt's, habe ich jetzt hier, gibt's die Ebene. Man sieht es oben rechts. Das ist wieder dunkler Wald. Das ist Sumpfland. Da gibt es auch Goodies, gutes Material. Und hier gibt es die Ebenen. Wollte ich wissen, was mit den Ebenen los ist? So eben sind die gar nicht. Da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Mit dem Teleporter. Dann seht ihr, dass das eigentlich gar keine schöne Ebene ist. Hier gibt es aber echt üble, monströse Tiere. Die sehen aus wie Buffalos, nur in XXXL, also 20 Meter groß oder so. Und hier gibt es ganz üble Trolle. Machen die immer. Und die sind echt übel, weil die killen gerne und auch schnell. Und Moskitos gibt's mit ganz ekligen spitzen Stacheln. Die sind auch übelst. Also, da werden wir uns jetzt gleich mal noch hin teleportieren. Dann seht ihr das. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die ist die noch ganz. Ja, die Werkbank ist noch ganz. Gut. Da habe ich noch ein bisschen Holz liegen. Egal. So, dann gehen wir mal zurück und teleportieren uns dann zur Ebene. So, da sind wir jetzt rausgekommen. Und jetzt müssten wir hier nach Adam Riese. Alles summt. Oh, ich komme mir vor wie im Science-Fiction-Film, Alter. Ande! Was ist, ja, ich mach da mal Ruhe. So, jetzt. Naja, Hammer weg. Das ist die Ebene. Und durch. Schwupps. Klar. Kopfklatsch. Hammer in der Hand. Kann man nichts lesen. Das ist die grobe Kelle. So, jetzt. Jetzt sind wir rausgekommen. Genau. Ich habe hier eine kleine. Ja, eine kleine Festung gebaut. Dass mir die Trolle und so nicht immer alle weh machen. Jetzt seht ihr das schon oben, gemütlich drei. Also die Unterkunft hat nicht viel zu bieten. Kein Teppich, nix. Das brummt schon wieder. Hab hier auch eine Werkbank hingestellt. Klar, muss ich ja ein bisschen feuerchen, dass man. Ich habe kein Holz mehr, gut. Dass man warm hat. Eine Kiste eine erweitert habe ich hingestellt. Da ist ein bisschen Material drin. Ja, das Notwendigste so. Jetzt gehen wir mal raus hier. Ja, mal was essen kurz. Dass ich nicht ganz. Und den esse ich auch noch. Und dann steigt das Essen der Gesundheit. So, jetzt mal hier. Hey. Da habe ich. Mach zu. Immer zumachen. Schlüsselwort. Angst. Da habe ich noch eine Tür gemacht. Und habe diese Spitzen außenrum postiert. Die machen aber. Da habe ich dann die Hoffnung, dass diese Drecks. Also Münzen noch. Habe ich einen Zwerg gekillt. Dass diese Drecks Trolle, da unten sind die Tiere, dass die Trolle nicht reinkommen. Da unten sind diese Monster, seht ihr die? Ich kann da mal hinrennen. Müssen wir aber gleich wieder weg. Die sind riesengroß. Diese echt monströs, die Teile. So, mal zumachen. Schaut euch die mal an. Alter, das sind das Monster. Schauen wir da hin. Jetzt sind sie ruhig eigentlich. Und meistens machen die am Tag richtig Krach. Also böse Tiere habt ihr gesehen und für schlecht befunden. Weil die sind schon böse. Soll ich mal in Poppes pieksen? Ich piekse mal in die Poppes, glaube ich. Ah, jetzt kommt er hergerannt. Ein Lox. Ein Lox. Also ich boxe mal, pass auf. Au, jetzt. Verdammte Hecke. Jetzt kommt dann noch. Diese, ja, guck, jetzt habe ich Pech. Jetzt kommt diese Drecks. Ah, jetzt kommen diese üblen Moskitos. Ja, gibt's denn das? Ah, ja, jetzt kommen die Moskitos. Die habe ich erwischt. Und die auch. Ah, nee, die habe ich nicht erwischt. Verdammt. Da ist die Nadel. Eine böse Nadel. Jetzt kommt die gleich wieder. Da müsst ihr immer gucken. Irgendwann greift die wieder an. Jetzt und rechtzeitig schauen. Und kaputt diese Drecks. Drecksmücke. Und da gehen wir mal zurück. In unsere Festung wieder. In unser Burg. So. Da sind wir zurück teleportiert. Boah, das war ja wieder ein richtiger. Ausflug eben. Eieiei. Gut, 92, schön gesund, das bringt's. Ja.
Ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Nächstes Mal ein bisschen mehr Videos noch zu Valheim. Super interessantes Spiel. Macht vielleicht auch mal einen Surfer und Multiplayer mit anderen Spielern noch. Das macht echt Fun. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo würde ich mich freuen. Bis da. Bleibt gesund. See you. Bye bye, euer Chili.